Es ist fast schon ein Klassiker. Peter Sagan war heute wieder einmal der Hauptanimateur eines aufregenden Rennens. Der Weltmeister hat attackiert, lag beim Zwischensprint vorne und hat das grüne Trikot zurückerobert. Am Schluss lag der Slowake zwar nur auf Rang 2, doch ist auf jeden Fall der Mann dieser Etappe. Nach einem ersten Ruhetag in Andorra geht es für den Peloton zurück auf die Straßen Frankreichs. Der Weg führt nach Revel mit dem Port en Valira nach 24 Kilometern. Ein Anstieg der ersten Kategorie, auf dem sich eine erste Fluchtgruppe bildet. Der Portugiese Rui Costa passiert den Gipfel als Erster. Doch auf der Abfahrt setzen sich Peter Sagan und Samuel Dumoulin ab. Bald gefolgt von einer kleinen Gruppe Fahrer um Vincenzo Nibali, Tony Galopin, Sylvain Chavanel, Stephen Cummings und Mikel Landa. In der Ariège lädt sich dann der Regen ein. Die 15 Ausreißer arbeiten gut zusammen und liegen 7 Minuten vor dem Feld. Der Zwischensprint in Aigues-Vives wird mühelos von Peter Sagan davongetragen. Der jagt dem grünen Trikot hinterher und übernimmt provisorisch in der Punktwertung die Führung, während es Mark Cavendish weiter hinten sehr schwer hat. Vorne wird weiter zusammengearbeitet. 9 der 15 Ausreißer haben bei der großen Schleife schon Etappensiege auf dem Konto. Und es sieht so aus, als würden sie in Revel den Sieg unter sich ausmachen. 25 Kilometer vor dem Ziel greift Sagan an und einige Ausreißer fallen der Attacke zum Opfer, darunter Nibali und Galopin. Am Fuß des Saint-Ferréol-Anstiegs ist die Spitzengruppe auf 7 Mann geschwunden. 3 Mann von Oriza sind noch dabei, aber auch Greg van Avermaet. Dieses Jahr schon Etappensieger und Träger des gelben Trikots. Der letzte Anstieg wird Luke Durbridge zum Verhängnis, während Sagan, Boasson Hagen, van Avermaet, Impey und Matthews sich der Ziellinie entgegenwerfen. Es kommt zum Sprint. Peter Sagan, der das gesamte Rennen an der Rennspitze lag, scheinen etwas die Kräfte zu fehlen. Und es ist der Australier Michael Matthews, der vor dem slowakischen Weltmeister zu seinem ersten Etappensieg bei einer Tour de France sprintet. Es ist unglaublich. Ich fühle mich wirklich unglaublich. Ich begreife gerade, dass ich eine Etappe der Tour de France gewonnen habe. Und das nach 2 für mich sehr harten Jahren auf diesem Rennen. Ich war schon kurz davor, gar nicht teilzunehmen, denn ich dachte, es sei vielleicht nicht für mich gemacht. Ich wollte mich auf andere Rennen konzentrieren und heute wird endlich ein Traum für mich wahr. Michael Matthews siegt heute vor Peter Sagan und Edvald Boasson Hagen. Der Franzose Dumoulin wird Fünfter, während das Feld ganze 5 Minuten hinter dem Tagessieger über das Ziel fährt. In der Gesamtwertung ändert sich nicht viel. Es stehen mit Froome, Yates und Martin weiterhin 3 Briten auf dem Podium und nur 1 Minute und 1 Sekunde trennen den führenden Chris Froome vom 10. Alejandro Valverde. Morgen am Mittwoch führt eine 162,5 Kilometer lange Übergangsetappe von Carcassonne nach Montpellier. Es sind auf den Straßen der Departements Aude und Hérault keine großen Schwierigkeiten auf dem Programm, bevor am Donnerstag der Klassiker Mont Ventoux in Angriff genommen wird.